Ja, hallo, hier sehen wir jetzt die Feuerwehrstange, die uns die Firma Holz Haider zugesandt hat. holz-haider.de und wir haben lange überlegt, wo wir sie hier an dem Spielturm festmachen. Und letztendlich haben wir uns hier die Ecke ausgesucht und bis hier mit drei Schrauben befestigt. Wir haben also eben angefangen. Wir haben uns in der Anleitung angeguckt, wie weit wir in diese Richtung kommen und wie weit wir von diesem Pfosten in diese Richtung kommen. Haben dann hier unten das Loch ausgehoben. Da sind wir so 60 cm rum tief drin. Das war ein bisschen kompliziert. Ein bisschen komplizierter, ein bisschen Arbeit im Prinzip mit dem kleinen Loch da was auszuheben und sind jetzt dort mit der Stange eben drin, da wir nichts abschneiden wollten und kommen dann hier oben bündig mit der Stange an. Die Montage der Stange zeige ich euch kurz im Video. Da sind so Plastik-Nippel oder Muffen drin, die hier mit einem kleinen Gewindestab angezogen werden und hier genauso. Das ist also pulverbeschichtet, das Ganze, und durch diese drei Schrauben hier oben haben wir eine recht gute Stabilität in den Balken drin, wie man hier jetzt sieht, wenn ich da mal so ein bisschen dran rüttle. Also einfach zusammenbauen, dann hier oben vorbohren, ganz wichtig in diesem Holz. Vorbohren ist da so wichtig, mit dem Viererbohrer vorgebohrt, die Schrauben eben eingebracht von Hand. Geht auch mit einem Akkuschrauber. Schlagschrauber würde ich nicht empfehlen, weil dann brechen sie auf jeden Fall ab. Das hatten wir alles schon ausprobiert. Und wenn dann hier alles zusammenmontiert ist, dann geht es nachher an die genaue Ausrichtung. Also hier im Blei und hier ins Blei bringen. Das kann man ganz gut hier unten austarieren nachher. Und wenn es dann im Blei ist und dann fixieren. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, da wir hier einen relativ harten, festen Lehmboden haben, das hier mit dem Lehmboden auch wieder zuzumachen, sodass man hier unten eine Stabilität bekommt. Das ist jetzt mal ein Versuch. Es ist noch nicht ganz trocken. Und einfach mit Wasser noch mal ein bisschen setzen zu lassen, ein bisschen nachzustampfen. Und was ich jetzt so auf den ersten Blick sehe, sieht es ganz gut aus. Da wird aber noch ein bisschen nachgestampft und dann mal gucken, wie lange es geht. Und ich glaube, der Jonas hat Lust, uns mal kurz zu demonstrieren, wie die Feuerwehrstange hier, die Rutschstange hier funktioniert. Würdest du die Bühne betreten wollen, lieber Jonas? Pass nur ein bisschen auf, da liegt noch ein bisschen Equipment rum. Er wird jetzt dann eben auf die Rutsche gehen. Das ist nur eine Rutsche, das sind jetzt hier bei uns zwei. Und wird jetzt von hier an die Stange gehen und wird dann hier runterrutschen. Und ich werde mir hier unten im Auge behalten, wie das hier unten ausschaut. So, dein großer Auftritt. Ich weiß nicht, ob das geht. Muss hier an die Rutsche dran. Also hier an die Stange dran quasi. Häng dich einfach hier dran. Und dann kannst du hier runterrutschen. Also dieser Abstand ist natürlich so gewählt, dass natürlich hier nichts passiert, wenn man hier runterrutscht, dass man sich hier nirgends anschlägt oder wehtut. Man muss natürlich gucken, ob man eine Plattform hat, auf die man dann eben runterkommt oder drankommt. Aber er ist das erste Mal jetzt, dass er das benutzt. So, jetzt hat er die Stange hier gegriffen. Das funktioniert gut. So, jetzt kommt er hier rüber. Ich helfe dir ein bisschen. Häng dich mal dran und rutsch mal jetzt mit den Beinen runter. Zack, wunderbar. Ja, das sieht also gut aus, weil die Kraft nach unten geht. Also die Kinder hängen hier dran im Prinzip, gehen nach unten runter. Und selbst wenn sich das ein bisschen lockert, also das steckt fast 60 cm tief im Boden, halten wir das für stabil genug. Man kann es auch einbetonieren oder sich eine andere Haltemöglichkeit aussuchen. Aber ich denke, wir sind hiermit ganz gut. Was denkst du? Ist gut? Gut. Ja, gut. Dann Daumen hoch. Dann vielen Dank nochmal an Holz Haider für diese Stange. Die haben uns hier, sind uns hier entgegengekommen mit dem Preis. Und finde ich eine gute Erweiterung für diesen Spielturm, auch für jeden anderen Spielturm. Müsst euch nur ein schönes Plätzchen suchen und dann läuft die Geschichte. Alles klar, das war's schon gewesen. Kurzes Video, kurzer Einblick, was wir hier gemacht haben. Und ja, Fragen, Kritik, Anregungen wie immer runter in die Kommentare. Wenn Zeit ist, werden wir antworten. Macht's gut, bis dahin. Ciao.